Was soll das sein? Ein Seelenschlüssel? Das sind mächtige, magische Artefakte. Nach den Morden von vor 12 Jahren hat die Polizei Aufzeichnungen im Schloss sichergestellt. Darunter befanden sich auch Bilder von diesen Seelenschlüsseln. Samuel Gordon muss geradezu besessen davon gewesen sein. Die Polizei glaubt, dass Samuel mehrere davon in seinen Besitz gebracht hat. Vielleicht wurde ihm vom Teufel persönlich der Auftrag dazu erteilt. Vielleicht. Fest steht, dass er dafür gemordet hat und dass die Schlüssel, sofern sie jemals existiert haben, mit seinem Selbstmord verschwunden sind. Und was hat es mit diesem Plastikmüll auf sich? Das ist kein Müll. Wissen Sie, wie teuer es war, Tausende davon produzieren und hierher verschiffen zu lassen? Es hat mich ein Vermögen gekostet. Tausende? Wie viele haben Sie verkauft? Sagen wir so, ich muss in nächster Zeit nicht nachbestellen. Dabei sind sie großartig. Sie leuchten sogar, wenn man eine Batterie reintut. Großartig. Ja, wirklich fantastisch, Murray. Könnten Sie mir nicht doch vielleicht Angelinas Zimmerschlüssel geben? Wenn Sie mir das Hotel abkaufen und ich mich zur Ruhe setzen kann, können wir darüber reden. Und wenn ich $50 auf dem Tresen vergesse? Schauen Sie sich dann draußen bei Tageslicht die hübschen Bilder auf den Schein an? Junger Mann, dies ist ein Qualitätshotel. Ich kann und werde es nicht zulassen, dass sein Ruf beschädigt wird. Es würde doch niemand bemerken. Hier ist keine Menschenseele. Ich bin nicht bestechlich und damit basta. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch. Okay, also es sind $50 noch zu wenig. Pflanze. Eine große Zimmerpflanze in einem gewaltigen Blumentopf. Keine Ahnung, was das für eine ist. Damit kenne ich mich nicht aus. Also das müsste ja hier die Eingangshalle, die ehemalige, sein. Hier stand doch immer die Krankenschwester. Und hier war doch irgendwo eine Tür. Hier stand dieses Schränkchen. Und dann war doch hier so ein Brunnen. Und hier ging es ja zu den Zellen. Ja, könnte wirklich sein, ne? Ich meine, er hat es ja ziemlich umgebaut, vermutlich. Raum 13. Das ist Angelinas Zimmer. Ja gut, da wird ja abgeschlossen sein, oder nicht? Und das ist mein Zimmer. Die Nummer 12. Ich werde erst einmal diesen Rucksack loswerden. Und dann muss ich irgendwie in Angelinas Zimmer kommen. Gleich viel besser. Also, hat Angelina das Zimmer von James, ja? Das irgendwas zu bedeuten hat? Schlüssel für Angelinas Zimmer besorgen. Angelinas Zimmer liegt direkt neben meinem, aber es ist abgeschlossen. Ohne Schlüssel komme ich nicht weiter. Ob da noch das Loch in der Wand ist? Das ist mein Zimmer. Ja. Wie alle Zimmer hier eine umgebaute Zelle. Es wirkt nicht sehr freundlich und alles ist etwas ungepflegt. Abgesehen vom Preis ist hier nichts First Class. Seltsam. Die Wand sieht nicht so aus, als gehöre sie hierhin. Sieht provisorisch aus. Ja. Dahinter ist es ziemlich dunkel. Ja. Es sieht so aus, als sei der Gang dort einfach noch nicht renoviert worden. Ja, da müsst ihr ja den Gang runter zu dem Heizkeller gehen, ne? Da sind einfach nur so Bretter davor genagelt. Angelinas Zimmer ist abgeschlossen. Ich muss irgendwie an den Schlüssel kommen. Ja. Mal sehen. Einige Krimis, Gedichtbände, Märchenbücher, Gruselgeschichten. Genau das Richtige für einen entspannten Abend im Hotel. Leider werde ich den nicht haben. Eine Menge guter Bücher. Aber ich weiß nicht, wie sie mir bei der Suche nach Angelina helfen sollen. Das weiß ich auch noch nicht. Eine Menge guter Bücher. Aber ich weiß nicht. Okay. Eine hölzerne Uhr mit Glasabdeckung und einigen Schnitzereien. Hä? Was ist das? Die Uhr ist nur ein Imitat. Sie kann nicht aufgezogen werden. Vermutlich eine billige elektronische Uhr mit Batterien.
Ich bekomme sie nicht ab. Sie ist angeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher oder sowas in der Art, um sie von dem Bücherregal zu bekommen. Schrauben? Ja, versuch doch mal das Messer. Ja, so geht es. Und du? Darren, was machst du da? Ach so. Ich hab sie. Zwei anderthalb Volt Batterien. Okay. Zwei handelsübliche anderthalb Volt Batterien. Ja, na gut. Hast du gut gemacht, Darren. Wofür auch immer. Auf dem Glastisch liegt eine Zeitung. Ja. Vielleicht ein Service für die Gäste. Oh, nein, doch nicht. Die Zeitung ist schon mehrere Wochen alt. Vermutlich ist hier so wenig los, dass Murray nur selten hier hinten ist, um aufzuräumen. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Aber ich muss sie ja auch nicht lesen. Ich glaube, ich nehme nur ein paar Seiten. Okay. Eine Zeitung. Von der Aufmachung her würde ich sagen, eine halbwegs seriöse Lokalzeitung. Trotzdem dürfte sich eine Lektüre nicht lohnen. Eine Zeitung. Von der Aufmachung her würde... Na gut. Was macht man denn? Die Idee ist wohl, dass man sich in diese Sessel setzt, eines der Bücher dort drüben liest und dabei gemütlich eine Pfeife oder Zigarre raucht. Dem Aschenbecher nach zu urteilen, ist das schon lange nicht mehr passiert. Er ist blitzsauber. Nur eine Schachtel Streichhölzer liegt drin. Ah, warte mal. Allardyce Streichhölzer. Es klingt, als wären nur noch ein paar drin. Das heißt, wir machen hier ein Feuer? Nein, das mache ich nicht. Um Murray abzulenken. Okay, vielleicht ist das hier drin nicht so die... Aber wie wäre es denn... Warte mal, draußen war doch noch dieser halbtrockene Laubhaufen, nicht? Hallo, Murray. Okay, das funktioniert schon mal. Ich habe das zerknüllte Zeitungspapier in die Mitte zu den nicht so nassen Blättern gesteckt. Ja, das hast du gut gemacht, Darren. Das Zeitungspapier brennt. Die Blätter in der Nähe kokeln vor sich hin. Richtig brennen werden sie wohl nicht, dazu sind sie zu feucht. Ja, aber vielleicht reicht das ja, Murray abzulenken. Murray, hör mal. Murray, da draußen raucht es. Ich hoffe, uns brennt nicht das Hotel überm Kopf ab. Vermaledeit! Oh! Solange Murray draußen das Feuer löscht, kann ich Angelinas Schlüssel unbemerkt mitnehmen. Ja, mach das. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 13. Ja. Hoffentlich finde ich in Angelinas Zimmer Hinweise auf ihren Verbleib. Ja, hoffentlich. Hoffentlich braucht Murray noch eine Weile. Oh, diese verdammten Belger haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Man sollte... Ja, wirklich schlimm, die Jugend. Nicht, dass dem jetzt auffällt, dass hier die Nummer 13 fehlt. So, dann gehen wir mal da rein und schauen wir mal.
Okay, ja, das ist ja recht übersichtlich. Hier unter dem Bett ist da immer noch der Geheimgang. Mal sehen. Einige Kleiderhaken, eine Kleiderstange, einige Schubfächer. Alles leer und blitzblank. Auch wenn ich nochmal hineinsehe, der Schrank ist völlig leer. Ja, gut. Warum wird die Musik so komisch? Tja, nichts Besonderes. Ein typisches Hotelbadezimmer, wie man es überall auf der Welt finden kann. Okay. Im Badezimmer werde ich wohl nichts Interessantes finden. Gut. Der Raum ist sehr klein und es sieht nicht aus, als hätte Angelina mir eine Nachricht hinterlassen. Oder irgendwas anderes. Fernseher. Ein ganz normaler Röhrenfernseher. Aber der ist doch kaputt, oder? Wie ihn jeder zu Hause hat. Hier. Soll ich mich vor den Fernseher setzen ja. und warten, bis ich eine geisterhafte Botschaft von Angelina im Rauschen sehe? Ja. Lieber nicht. Oder vielleicht kommt ja Angelina in den Nachrichten. Ja, darf sie ja nicht verpassen. Ein Schränkchen. Mhm. Sieht nach einer Antiquität aus. Mhm. Und darin steht... Aha, ein Schlafmittel. Hä? Ob das Angelinas ist? Vielleicht hatte sie Albträume von dieser ganzen Geschichte. In was habe ich sie da bloß hineingezogen? Okay, das ist seltsam. Eine kleine bräunliche Flasche mit einem flüssigen Schlafmittel. 3 Tropfen vor dem Schlafengehen. Was ist das? Eins der Bilder, die ich von Angelina gemacht habe. Hä? Das muss ein Hinweis für mich sein. Ja, das muss ja Angelina da hingehängt haben, oder? Weil, woher kommt das denn sonst? Jetzt wäre das ja sehr merkwürdig. Aha. Tatsächlich. Auf der Rückseite des Bildes befinden sich einige weiße Zettel. Das klingt nach einem Rätsel. Seltsam. Es sind 2 Bögen Schreibpapier, 2-mal gefaltet. Aber es steht nichts drauf. Entweder es ist eine Geheimbotschaft, geschrieben mit unsichtbarer Tinte, oder die leeren Zettel an sich sollen ein Hinweis sein. In dem Fall wüsste ich aber nicht, worauf. Hm. Ein weiß lackierter Rippenheizkörper. Die Heizung ist lauwarm. Ich sehe nichts, was von Belang sein könnte. Angelina muss das alte Bild mit einem meiner Fotos von ihr vertauscht haben. Ihr war klar, dass das jedem, der sie kennt, sofort auffallen würde. Ja, aber dann doch auch etwaigen Verfolgern, oder? Eine dicke, schwere und sehr altmodische Überdecke. An den Rändern sind überall Wollfäden befestigt. Die Decke stecke ich nicht ein, aber so einen Wollfaden kann ich als Andenken mitnehmen. Hä? Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir sowas weiterhilft. Warum? Aber gut. Das Bett sieht altmodisch, aber nicht unbequem aus. Die Vorstellung, sich ein paar Stunden hinzulegen, ist verlockend. Ich bin seit über 24 Stunden auf den Beinen. Ja, aber du hast auch... Aber bis ich Angelina gefunden habe, werde ich mir keine Pause gönnen. Du hast auch dein eigenes Bett und Zimmer. Glas, Papier, Zitrone. Ein dickwandiges, aber relativ flaches Glas. Normalerweise trinkt man Hochprozentiges aus solchen Gläsern. Interessant. Mehrere aufgeschnittene Zitronen. Und in einer steckt ein Holzspan. Ah, so hat er eine Nachricht mit Zitronensäure geschrieben, ja? Ein dickwandiges, aber relativ flaches Glas. Normalerweise trinkt man Hochprozentiges aus solchen Gläsern. Ja. Ein dickwandiges, aber relativ... Okay. Die Zitronen hat sie nicht gegessen, so viel steht fest. Hm. Zitronen und ein Holzspan. Mhm. Also irgendwoher kenne ich das. Ja.